Also, da sind wir in der Luftwelt. Eine gängige Welt in der Mario-Franchise eigentlich. Also ist jetzt nicht, dass man jetzt denkt, warte mal, Mario? In den Wolken? Was? Oh, aber das ist ein Autoscroller jetzt. Das ist wirklich ein Was-Moment. Okay. Ja. Es gibt ein paar Welten in diesem Spiel, die sind so, naja, unvorhersehbar, aber es gibt auch welche, die sind so ein bisschen, naja, man kennt's halt. Wüste gehört definitiv dazu, Luftwelt auch. Heißt ja nichts Schlechtes, ich merk's nur an. Übrigens, die Wolke hat diesen Miau-Miau-Katzenmund, seht ihr das? Also, die Wolke, auf der ich unterwegs bin, hier sind sehr, sehr viele Wolken, wie ich gerade merke. So, Münze, 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 damit, da. Das war sie, gut. Okay, ich meine, ja, eigentlich bei so einem Autoscroller, der nach oben geht, gibt es ja nicht sehr viel zu übersehen. Trotzdem sollte ich mal die Röhren abchecken. So, ich bin auch nicht sehr schnell hier unterwegs, ne? Also, auf einer Wolke. Ihr seht, das höchste Tempo, was ich hier gerade ausgefahren habe. So, das heißt, ich kann hier nicht zickzack, zickzack hin und her. Ist unangenehm. Okay, aber er hat mich nicht erwischt. Das ist schön. Naja, wir haben auf jeden Fall neue coole Mucke hier. Moment. So. War das schlau? Nein, das war dumm. Neue Mucke und einen schönen Hintergrund. So. Ja, okay. Ich würde sagen, jetzt geht es ja richtig den Bach runter, jetzt wo ich keinen Cape mehr habe. Beeil dich. Okay, gib mir das. Gib mir eine Pilze. Okay. Schneller. Den nehme ich mal als Waffe mit. Genau dafür. Ist gar nicht mal so schlecht. Das ist eine gute Idee. Einfach mitnehmen. Guck mal, wenn Marios Sprite nach vorne guckt, dann sieht man die Koopa-Shell gar nicht. Wahrscheinlich, weil die hinter der Wolke verschwindet. Jetzt links. Ich gehe nach links. Ist natürlich jetzt das große Raten, wohin. Okay, reisen wir mal durch die Zeit. Was wäre, wenn ich doch gesagt hätte, gehen jetzt nach rechts? Ach so, da ist gar nichts. Na ja, gut. Wow, da habe ich mir echt einen Kopf um nichts gerade gemacht. So, auf jeden Fall war da den Checkpoint. Hat ja eine ganze Weile gedauert bisher, gefühlt. Also, okay, ich glaube, hier ist nichts mehr für mich, oder? Ich könnte jetzt da hoch, werde ich auch machen natürlich, aber ich kriege genau eine Free Cape und tschüss. So, scrollt hier weiter. Oh, schöner Hintergrund. Ja, es scrollt, aber jetzt scrollt es zur Seite hin. So, der ist ja nicht zu übersehen. Zack. Zack. Cape macht's einfach. Und hoch, weil der Pfeil es so sagt. Es sieht wirklich schick aus. Ich meine, guckt euch das mal an. Wir haben da links halt die. Also, wir haben halt die Map im Hintergrund. Links haben wir die ganzen Welten, die wir schon gemacht haben, wahrscheinlich. Die Waldwelt und den ganzen Mist. Also ich sag Mist, als wäre das jetzt was Abwertendes, aber das ist gar nicht. Und rechts haben wir da, keine Ahnung, Schnee und einen Vulkan. Also da noch Welten, die auf uns wohl zukommen werden noch wahrscheinlich. Und wir sind hier gerade so auf der Übergangsphase. Also was für eine coole Sache. Schöne Idee. So. Ui, das ging ja mal gut aus. Will ich die dritte Münze verpassen. Übrigens, das sind diese dicken Viecher hier. Die waren nicht im Mario World selbst. Ich meine, die anderen waren auch nicht im Mario World. Die waren Mario Brothers 3. Aber die dicken, glaube ich, haben ihr Debüt gefeiert in New Super Mario Brothers Wii, wenn ich mich nicht täusche. So, ich habe den Eindruck, ich müsste eigentlich da hochfliegen. Weil da oben ist was Cooles für mich. Aha. Gut, Cape macht es möglich, dass wir hier so flexibel sind. Und zack, wir haben's. Gut, jetzt will ich das Level verlassen. Jetzt ist mir alles egal. Ich habe meine drei Münzen. Ciao. Die Musik erinnert mich so ein bisschen sowas an irgendwas Mega Man-mäßiges. Wisst ihr, sowas in Mega Man vorkommen würde? Oder vielleicht sogar in Mega Man X. Ich weiß es nicht. So, was für eine coole Art zu sterben, was ich hier gerade wieder mal hingelegt habe. Also, ich glaube. Okay, ja, auch hier kann man nur sagen, hier geht es wieder den Bach runter, jetzt, wenn man einmal den Wurm drin hat. Aber da ich gestorben bin. Und das auch noch aus Versehen, das kriegt man, glaube ich, nicht nachgemacht. Also, außer man will es ja mit Absicht machen. So, okay. Ist halt immer noch ein Autoscroller, nach allem.
Deswegen bin ich schon ganz froh, hier rauszukommen. Aber es war jetzt nicht schlimm oder so. Und da oben ist nichts. Nur Deko. Okay. Wir haben eine Münze erhalten. Wenn wir noch eine mehr sammeln, dann gibt es ein Leben. Ja, gebt euch nochmal den Hintergrund zum Schluss. Schön. Wirklich. Slim hatte kein Secret Exit, deswegen gehen wir jetzt hier weiter. Das nächste aber, das hier hat eins. Warum ist der jetzt... Ach so, du bist Trampolin. Okay, gut. Muss man ja auch erstmal checken. Boah, ich glaube, das ist aber schwer, irgendwie in meinen Kopf reinzukriegen, dass die Trampoline sind. Okay, das ist blöd. Das ist jetzt blöd, dass ich das nicht mehr habe. Dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ja, auch hier wieder ein schöner Hintergrund. Ich meine, ich kann ständig über schöne Hintergründe reden. Fühle ich mich wie der Typ damals im Miiverse für Wii U, der für alle Spiele einen Screenshot gemacht hat und kommentiert hat, wie schön das Wasser in dem jeweiligen Spiel ist. Ich will doch dahin, oder? Moment. Okay, das ist nur Geld. Also, so schlimm ist das jetzt nicht. Okay, und hier gibt es schon wieder ein neues Karpe für mich. Ja, damit. Jetzt bin ich hier runtergesprungen. Auch da, also der Hintergrund ist cool, ja, aber ich bin ja gar nicht mal drauf eingegangen, was man da so sieht. Also da sind so fliegende Inseln. Ich weiß gar nicht, diese fliegenden Inseln, ich meine, gut, Mario hat ständig fliegende Inseln so gesehen, aber ich finde, dass, wenn man das so sieht, hat das charakteristisch mal nicht mehr sowas von einem Super Nintendo RPG-Spiel. Keine Ahnung, welche Super Nintendo RPG-Spiele, die hatten noch immer solche Sachen, so Final Fantasy VI. Oder Chrono Trigger, ich habe keine Ahnung. Oder Secret of Mana, die hatten doch alle immer so solche fliegenden Inseln. Wahrscheinlich meine ich auch nur eins von diesen Spielen, die ich alle gerade genannt habe. Aber ich hoffe, ihr wisst da besser als ich Bescheid. Diese fliegenden Inseln immer, da wo man mit so einem fliegenden Boot oder sowas, also sowas wie ein Luftschiff in der Mario-Welt, aber halt in der Final Fantasy-Welt dann hingereist ist. Okay. Also ich habe ja noch nichts gefunden, was an Geheimnissen warten könnte. Aber vielleicht ist das ja schon mal was. Gucken wir mal. Okay, ein Pilz. Klar, kann man immer gebrauchen. Seht ihr, wie schnell ich die Items hier verballert? Ich... What? Okay. Ein mir überlegener Goomba. Jetzt weiß ich es ja auch besser, aber... Alter, okay, ich habe mich schon gewundert, warum ist er blau? Aber ja, der kann was. Wie sich hier herausgestellt hat. Kaution. Was ist hier los? Warum blinkt das? Wow. Ich war darauf gefasst, dass hier was passiert und konnte trotzdem nicht so schnell reagieren, wie der auf mich zugeschossen kam. Ja. Und dann ist der Goomba da und macht mir alles kaputt. Okay, was ist das für ein kranker Vogel, Mann? Ja, jetzt war der gar nicht mal hier. Ne, war jetzt eben irgendwie der Hintergrund auch ein bisschen gebuggt, aber... Okay, der Vogel ist tot. Ich wusste gar nicht mal, dass ich ihn überhaupt töten darf. Für Secret Exit oder was? Okay, ist wieder da. Ist mir egal, ciao. Gut, das war das Secret Exit. Keine Münzen bis jetzt gefunden, aber... Ui, der blaue Switch. Den hebe ich mir trotzdem noch auf. Kann's kaum erwarten, den blauen Switch Palace zu machen gleich. So, ich kann mir erstmal einen Pilz. Also das war ein echt verrückter Ort eben. Irgendwie, ja, ich hätte auch lange warten können, bis er mal kurz Pause macht mit dem Werfen und dann hätte ich springen können. Aber ja, was soll's. Ich meine, ich hätte ungefähr 7 Sekunden warten müssen und ich habe einfach keine Geduld für sowas. Also, ich halt meinen Pilz an, ja. So, ich bin halt keiner, der viel und lange gerne wartet. Ich meine, ich kann ja zumindest die extra Meile mal gehen und mir den Pilz da holen. Will ich sogar. Ich will da runter mir den Pilz holen, aber das Spiel lässt... Okay, es ist ein Zeichen gewesen. Guck mal, ich meine, ich krieg ja hier eh ein Cape, deswegen scheiß auf den Pilz. Aber ich wollte da runter, aber irgendwie bin ich die ganze Zeit wieder oben gelandet. Deswegen Pech gehabt. So, hier habe ich eh, was ich brauche. Lass mich mal kurz die Macht der Safe-Sits einsetzen, um hier runter zu springen. Ich wollte nämlich wissen, ob ich da vielleicht irgendwas übersehen haben könnte, weil... ich skeptisch bin, dass ich hier keine Coins finde. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen mehr sowas hier.
Weil wir sind ja schon auch eben ziemlich weit vorangeschritten im Level. Und haben nichts gefunden. Keine einzige Münze. Hm. Ich weiß ja nicht. Aber... okay, vielleicht muss das auch so... kann ja sein. Da unten ist das Secret Exit. Ui. Cooler Move. So, jetzt lass mich mal dahin. Noch ein Cape, danke. So, wir können hier rein, wir können hier weiter. Das sieht ja auch sehr offensichtlich aus, der Weg. Ist das jetzt noch ein Geheimnis oder ist das einfach... na, okay, wir nehmen einen P-Switch. Den nehmen wir mit. Ich glaube, den müssen wir mitnehmen, oder? Ich meine, wir können den auch hier drücken. Ich weiß es nicht. Aber was soll das verändern? Ich denke nichts. Okay, rein damit. Und dann... ist das schon der Checkpoint? Oh, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Attention, Jetpacks... nee, Jetpacks. Wenn du einen Gegner siehst in so einem Territorium, ziel mit dem Pfeil, warte für das Signal und bring dir eine Lektion bei. Okay. Ich habe nichts verstanden. Aber ich habe gleich bestimmt einen Moment, wo dann irgendwas kommt und ich dann denke, aha, das bezieht sich also auf diese komische Nachricht, die ich eben gelesen habe und nicht verstanden habe. Jetzt verstehe ich diese komische Nachricht. Also... aber trotzdem, wir haben einen Checkpoint und noch keine Münze gefunden. Ich glaube nicht, dass ich hier alles brav gesehen und gemacht habe, was hier zu machen ist. Vor allem, ich laufe hier mit einem P-Switch rum. Achso. Achso, jetzt kriege ich eine Warnung für den Dude. Das soll das sein. Habe ich mir auch schon halbwegs gedacht, aber... aha. Es ist die zweite Münze. Wisst ihr, was ich dazu sage? Wir fangen von vorn an. Ich habe bewusst den Checkpoint nicht genommen dafür. Also, lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Das war jetzt natürlich ärgerlich. Jetzt müssen wir hier wieder suchen, weil es könnte theoretisch hier überall sein. Ich vermute auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber ich vermute ziemlich sicher, dass es vor dem Checkpoint ist. Also vor dem einen Raum, wo hier eine Münze auf uns wartet. So, und die könnte scheiße versteckt sein, die könnte auch sehr offensichtlich versteckt sein. Ich meine, auf der einen Seite möchte ich, dass sie sehr schwer versteckt ist, weil ich dann nicht rüberkomme wie, haha, guck mal, der Fischkopf hat das hier nicht gefunden, obwohl es so leicht war. Aber andererseits will ich sie auch schnell finden. So, jetzt kann ich mir den Pilz holen, was auch scheißegal ist, weil gleich da oben sowieso das Cape ist. Ist er halt nicht. Also, das ist hier nicht die Lösung. Okay. Aber wo? Also, ich muss gleich auf jeden Fall für die zweite Münze wieder den Umweg gehen für den P-Switch. So viel weiß ich. Hier ist das Leben. Ich bin schon ziemlich verunsichert hier. Das ist nix hier unten. Ich habe ja hier schon geguckt. Aber dennoch. Das sieht echt aus wie so ein Ort, wo man da was versteckt hält. Oder hier. Hm. Die machen es einem hier nicht leicht. Oder da? Nee, Quatsch. Nicht da. Nein, das ergibt keinen Sinn. Echt an alles gedacht hier. Oder ist es jetzt doch da, wo das... nein, oder? Wo das Secret Exit dann ist? Das wäre ja aber auch doof. Glaube ich jetzt nicht, aber... mein Gefühl sagt, nein, aber ich gehe mal trotzdem noch mal kurz hier rein und gucke, okay? Was ist denn hier runtergefallen zum Beispiel? Da ist doch irgendwas runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Ich komme hier rein und irgendwas fliegt hier weg. Ich glaube eher, dass es ein Bug ist oder sowas. Aber scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht in den Secret Exit weg.
Hier sieht das ja aus. Guck mal, die Münchspur sagt, geh da hoch. Also hier in die Decke rein. Was ich nicht für die Lösung halte, aber ich probiere es trotzdem. Ist es natürlich nicht. Okay, das stimmt mich unruhig und unzufrieden hier. Guck mal, ich bin hier schon überall gewesen. Überall und hier ist nichts. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will nicht ohne diese Münze hier weg. So, aber das Problem ist, hier geht es ja schon zum P-Switch. Und der P-Switch ist ja ein Schlüsselelement für die zweite Münze. Von daher wird sie mich nicht zur ersten Starcoin bringen. Also dürfte sie eigentlich nicht. Aber wo sonst finde ich hier etwas? Hier hoch kommt man ja nicht mehr ohne Fliegen. So, und ich kann ja nicht das die ganze Zeit hier hin und her und das gleiche Stück Level hier immer wieder absuchen. Vielleicht da hoch? Auch nicht. Das wäre jetzt so eine smoother Lösung gewesen. Aber dieses Level bietet mir keine Sache hier. Kein. Ihr seht, ich finde es nicht. Das macht mich unzufrieden. Ich will sie haben. Ich will es haben. Warum gibt mir das Spiel das nicht? Warum ist jetzt jeder Rewind so getriggert, dass ich immer instant sterbe? Scheiß drauf. Ich gehe nochmal den Secret Exit weg. Dafür habe ich hier den Safe State hier noch. So, ich gehe hier noch einmal entlang. Mit Cape. Ist mir egal. Ich mache das jetzt noch einmal. Vielleicht habe ich hier irgendwas in Panik übersehen oder sowas. Als ich eben vor dem Vogel da weggelaufen bin. Aber ich habe jetzt den ganzen Raum abgesucht und da war nichts zu finden. Das kann doch nicht sein. Hier ist es. Nein, natürlich nicht. Okay, ich kann Disco-Shells nicht wegspinnen, das funktioniert nicht. Also normalerweise bin ich nicht so enttäuscht darüber, einen Secret Exit zu finden, wie hier. Aber... ja, ich finde es immer blöd, wenn das immer so extra lange Parts werden, diese Videos. Nur weil ich eine Münze nicht finde. So, und das langweilt doch alle eigentlich. So, jetzt sind wir hier wieder. Hat nichts gebracht, wir sind nicht weitergekommen. Kein Ergebnis. Bis hierhin. So, was ist hier oben? Da war ich auch schon, da war auch nix. Zeig nicht, die war da oben. Nein, ist sie nicht. Ist sie da unten? Nein, auch nicht. Ich werde ungeduldig, ihr merkt das. Ich will diese Münze jetzt endlich haben, damit ich mit dem Level mal weitermachen kann. Das Video ist schon lang genug geworden hier. So. Das ist hier wieder eine endlose Suche. Das Problem ist natürlich, dass jetzt auch alle Gegner wieder neu gespawnt sind, wie ihr seht. Aber ich gehe den Weg immer und immer wieder ab und nix da. Oder ist er doch erst nach dem Checkpoint? Es ist ja nicht unmöglich, dass es passieren kann. Es ist ja nicht unmöglich, dass es erst nach dem Checkpoint ist. Ach Mann, ey. Weil ich gehe jetzt den gleichen Scheißweg noch einmal. So, aber was soll ich für eine Veränderung erwarten, wenn ich immer das Gleiche mache? Von daher, vielleicht sollten wir doch mal in den zweiten Raum gehen. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stutzig macht, sind diese beiden Münzen hier. Die sehen nämlich aus, als würden die hier etwas aktivieren. Einen geheimen Block, aber es tun sie gar nicht. Das tun sie doch nicht dann.
So, gleich haben wir sogar unsere 99 Leben voll. Eine tolle Sache, ich weiß. So, das ist ja der Secret Exit Weg hier, also... Ja. Okay, es bringt ja nichts. Ich gehe weiter. Ich gehe jetzt weiter und dann gucken wir uns im nächsten Raum um. Also ich bin mir sicher, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr zu finden für mich. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt gelandet? War ich hier schon überall? Warte mal. Hallo, warte doch mal. Bitte, ich versuche ja gerade etwas herauszufinden. Irgendwie kommen wir... Ich bin doch hier auch gar nicht gewesen. Was ist das hier? Wo bin ich hingeflogen? Da ist sie... What the fuck? Wo bin ich denn überhaupt hier gerade? Ich verstehe gar nicht mal... Ich bin irgendwie irgendwo hingeflogen. Entschuldigt mal, ich verstehe dieses Level gerade gar nicht mehr. Außerdem habe ich den Checkpoint... nicht den Checkpoint, den P-Switch nicht. Ich bin einfach irgendwo hingeflogen. Ja toll, der ist da. Ich muss da hin. Geht das noch oder habe ich es jetzt schon verkackt? Dann muss ich ja so oder so das Level zweimal machen. Flieg. Ah, ich kann hier nicht fliegen. Ich habe hier nirgendwo Anlauf zum Fliegen. Hier habe ich den vielleicht. So, lass mich mal bitte in Frieden. Ich muss hier arbeiten gerade. Eine Sekunde. Ah, das reicht nicht an Anlauf. Komm schon. Ah, es reicht nicht mit diesen Kack... Coopers. Okay, wo lande ich denn? Ja, ich lande jetzt wieder hier im nächsten Gebiet. Cool, aber ohne diesen P-Switch. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Und Mario fliegt nicht los. Oh, komm schon. Doch, das muss... Hier muss doch Potenzial zum Fliegen drin sein. Wenn ich von hier los starte, komm schon. Diese Sache ist echt unnötig kompliziert. Nein, ich krieg's nicht hin. Das Level hat echt bewusst so sich gebaut, dass ich nirgendwo Anlauf habe, um hier loszufliegen. Da, ich hatte es. Ich hatte es und ich habe es vergeigt. Okay. Also, wir haben jetzt bewiesen, es ist theoretisch möglich, hier zu fliegen. Okay. Oh, aber ich kann nicht da hochfliegen. Das heißt, ich kann so... Okay, ich sehe es ein. Wir müssen das Level noch einmal danach spielen. Ja, gut, ich wollte nicht, aber jetzt ist es halt so. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was überhaupt abgeht. So, wir sind irgendwo hochgeflogen. Und dann war so, tada, tada, Überraschung, du bist in einem völlig anderen Gebiet gelandet. Und ich denke mir so, wie denn das? Das habe ich ja gar nicht mal für möglich gehalten und in Betracht gezogen. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit den Anfang vom Level abgesucht wie sonst was, dass da irgendwas kommt. Und dann kam natürlich nichts. Super komisch. Naja, jetzt sind wir hier, müssen das jetzt spielen. Danach müssen wir das Level noch einmal spielen, weil die zweite Münze da ist. Und ich sie jetzt nicht kriege, weil ich jetzt diesen P-Switch nicht habe. Weil ich eben dachte, ich bin schlau, indem ich vielleicht... schaffe ich das? Ja doch. Ich dachte, ich bin schlau, indem ich statt das Level am Anfang mit dem zweiten Münze, als ich die hatte, durchzumachen, da ich dann stattdessen lieber mal das komplette mal von vorne starte, um mir Zeit zu sparen. Und jetzt stellt sich heraus, ich spare hier überhaupt nichts an Zeit, sondern macht es nur schlimmer irgendwie. So, hier ist das Level vorbei. Ach, Mann. Okay, ja, dann, ja, jetzt kenne ich das Level schon ziemlich gut, würde ich sagen. Zumindest in die erste Hälfte davon. Guck mal, was für eine Freude das ist. Nächstes Level auch ein Secret Exit. So, aber jetzt noch einmal. Denn jetzt müssen wir, jetzt Speedrun war... Ja, klar. Speedrun my ass. Nein, ich behalte das Cape. Entschuldigung, ich will nicht wie eine Pussy rüberkommen, aber ich will ja möglichst schnell durchkommen. Und das kann ich nur, indem ich ein Cape habe. So, ein Kebab. Was? Nein, du... Schluss damit. Wie kann es denn sein, dass... Nein! Wie kann es denn sein, dass ich normalerweise eigentlich keine Schwierigkeiten habe, aber jetzt, wo ich echt einmal denke, komm, ja, schnell, mach mal durch, an jeder Ecke hängen bleibe. Guck mal, es ist ein Albtraum. Ich spiele schlechter als sonst. Manchmal sind es wirklich die Sachen, wenn es einmal darauf ankommt, dann geht gar nichts. Ich erzähle euch eine Geschichte, die mir gestern passiert ist. Da war ein Paketlieferant, weil ich mir was bestellt habe. So. Am Samstag um 9 Uhr morgens an der Tür. Ich lag noch im Bett
Und ich hatte nur Unterwäsche an. Lag noch im Bett. Ich war wach. Ich war am Handy. Ich war Mario Kart Tour am Zocken. Aber ich, war nicht angezogen. So, und dann klingelt's. Und ich bin so, oh Scheiße, schnell aufstehen, bevor der wieder abhaut. Und dann tschüss, ja, sie waren nicht da. Ihr Paket ist jetzt irgendwo in Usbekistan gelandet. So. Also ich schnell aufgestanden. Mir meine Klamotten gepackt, die neben mir auf dem Stuhl lagen. Schnell Socken an. Schnell Hose an, wenn ich da hingehe, an die Tür. So, scheiße, dann renne ich da hin, drück schon auf Tür auf, ne, bzz, und der nimmt das schon gar nicht an. Und ich denke, scheiße, 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 der haut jetzt ab, ich muss mental laufen. Ich muss sagen, ich habe einen Pulli da gehabt und in meinem Pulli ist halt mein T-Shirt noch drin. So, das heißt, man zieht es dann halt einfach so zack, zack über. So, normalerweise brauche ich 3 Sekunden, das anzuziehen. Jetzt aber, weil es einmal darauf ankam, das richtig und schnell zu machen, ging gar nichts. Also ich habe es geschafft, meine Hose anzuziehen. So, der Bzz macht nicht auf. Ich wollte da schnell, scheiße, ne? Versuch diesen Pulli anzuziehen mit dem T-Shirt zusammen. Und es bleibt überall hängen. Dieses T-Shirt bleibt hängen. Ich, oh, scheiße. Und dann reiße ich das T-Shirt raus, schmeiße es auf den Boden, scheiß drauf, nur Pulli an. Versuch den Pulli anzuziehen. Aber wenn ich das T-Shirt rausgezogen habe, hat sich dieser Pullover irgendwie so dreifach auf links gedreht, dass er überhaupt nicht mehr anzuziehen war. Ich war so, was ist denn hier los? Ich, schnell, schnell, schnell. Also währenddessen hat der Typ aber nochmal geklingelt, muss ich auch sagen, dass ich dann nochmal aufgedrückt habe, aber ich konnte trotzdem noch nicht an die Tür. So, ich bin noch dabei, mich anzuziehen. Also renne ich schnell ins Schlafzimmer zurück, will mir dann irgendwas, ne, ein T-Shirt aus dem Kleiderschrank dann schnell holen, renn rein mit dem Pullover zusammen und bleib mit dem Pullover an der Tür hängen, am Türgriff. Ich bin nicht hingefallen, das jetzt nicht, aber ich bleib da voll eng und oh, voll stockend dann. Ich dachte, fuck, 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 lass das Ding an der Tür hängen, renn, reiß den Schrank auf und pack mir ein T-Shirt, zieh's an und renn an die Tür. Und dann war der Typ da. Oh, Gott sei Dank, ey. Was für ein Stress. Aber das ist genau das, was ich meine, genau wie mit diesem Level. So, eigentlich läuft immer alles rund, aber wenn man einmal es richtig machen muss, kurz, auch wenn es nicht schwer ist, da geht gar nichts mehr. Also, das war 1,5 Minuten vielleicht, die ich jetzt gerade beschrieben habe, oder eine. Das war so ein Stress. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber jetzt habe ich es. Okay. Ja. Also, das war ein schön langes Level. Und jetzt können wir uns endlich dem blauen Peacewitch-Level widmen. Ich meine, wie ihr seht, okay, der rote fehlt uns auch noch. Okay, der vorletzte von den vieren.